Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat. Diese Bewegung nennt man Präzession und es wird berücksichtigt. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden, anderes ist als im westlichen Horoskop. Liebe Diadele, das ist dein Geburtshoroskop-Analyse und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. In diesem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Das war die erste kosmische Energie, was dich begrüßt hat hier auf dem Erdenleben. Du bist ein Kind davon. Die Schütze setzt sich hier im ersten Lebensbereich. Das ist dein Aszendent oder dein Lagna. Diese Schütze-Energie begleitet dich von Geburt bis zu dein Lebensende. Jupiter herrscht über die Tierkreiszeichen Schütze und Jupiter ist der große Glücksplanet. Das sorgt dafür, dass du immer wieder Glück hast im Leben und schenkt dir eine optimistische Grundhaltung. Die Schütze beeinflusst auch dein Aussehen, dein Auftreten, deine Persönlichkeit und so bist du auch wahrgenommen. Die Schütze gehört zum Feuerelement, das ist schon die Begeisterung, die kann man von vielen Dingen schnell auch begeistern, dann setzt du das auch in Bewegung. Kann sogar bedeuten, dass du sportlichen Körperbau hast, die Schütze steht auch zum Bewegung, Reisen, aber auch Sport. Steht oft in Verbindung mit Ausland. Die Tierkreiszeichen Schütze zeigt mit diesem Pfeil in eine Richtung. Und das für dich persönlich eine wichtige Botschaft. Die Richtung ist die Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Und energetisch in diesem Zentrum ist beschrieben unsere Wünsche. Und wenn du nach deinem Herzenswunsch lebst und so triffst du deine Entscheidungen, da lebst auch deine Persönlichkeit, weil die Schütze gehört zu deiner Persönlichkeit. Der zweite Lebensbereich, hier handelt es sich um Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Dein eigenes Selbstwertgefühl. Wie stehst du zum Geld, zum Materie und was möchtest du im Besitz nehmen? Hier ist auch beschrieben, all das, was für dich wertvoll ist, sollst du im Besitz nehmen. Deine Haltung dazu. Und hier befindet sich die Tierkreiszeichen Steinbock. Die Tierkreiszeichen Steinbock sorgt für Struktur, hat auch mit Materie etwas zu tun, weil die Tierkreiszeichen Steinbock gehört zum Erdeelement, Materie. Aber hier herrscht Saturn und das erschwert den jungen Jahren, zeigt eine gewisse Strenge oder Eingrenzungen.
Und in jungen Jahren handelt es sich weniger jetzt um deine finanzielle Situation, sondern es handelt sich mehr um dein Selbstwertgefühl, was unterdrückt wurde. Und in späteren Jahren musst du das selbst verinnerlichen und von anderen Menschen auch diese Wertschätzung, Respekt auch verlangen. Im zweiten Lebenshälfte wird Steinbock angenehmer und sorgt dafür, dass da Sicherheit, Stabilität und Struktur kommt. Im dritten Lebensbereich handelt es sich in früheren Jahren um die Verbindung zum Geschwister, Schule, wie war die Verbindung mit anderen Schülern, eine gewisse Konkurrenz auch. Und in späteren Jahren handelt es sich hier um Verbindungen durch Internet, Medien, aber auch eine gewisse Konkurrenz. Diese Erinnerungen von Kindheit bleibt auch erhalten. Und hier sind auch Wissen vermitteln oder Wissen aneignen, eine gewisse Austausch, Schulungen, Seminare. All das ist hier in diesem Lebensbereich. Und hier herrscht Wassermann. Wassermann ist das Denkende und immer im Zeit voraus. Das hat viele Vorteile, aber in jungen Jahren in die Schule kann für dich ein Problem sein oder war ein Problem, wenn du immer im Zeit voraus Denkende warst und die anderen waren viel, viel langsamer als du. Du hast schnell etwas verstanden oder du warst mit deinen Gedanken schon viel weiter und aus diesem Grund stoßt auch Missverständnisse, weil entweder ist das dir langweilig gewesen oder sie sagen, du bist anderes als alle anderen und kann solchen Situationen führen, dass du ein bisschen ausgegrenzt gefühlt hast. Hier haben wir den tiefsten Punkt des Horoskopes, wenn ich jetzt die runde Format betrachte. Ich vergleiche ein Horoskop immer mit einem Baum. Und hier im tiefsten Punkt ist das Wurzel des Baumes. Und tatsächlich, genau das beschreibt auch, hier fühle ich mich verwurzelt, verankert. Hier sind die Ahnen, die Vorfahren, die Traditionen, die Herkunft und unserem Zuhause, weil wir brauchen diese Halt in unserem Leben. Wenn jemand uns entwurzelt, verlieren wir diese Halt. In diesem Bereich befindet sich die Tierkreiszeichen Fischen. Es ist Wasserelement. Im Wasserelement Halt zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Hier brauchst du eine tiefe Vertrautheit im Leben gegenüber, dir selbst gegenüber. Und was deine Wohnsituation betrifft, ist aber sehr schön, diese Fischenenergie, weil hier kommt auch diese kreative Seite der Fischen und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass du sehr schön eingerichtete Wohnung hast und zeigst du deinen guten Geschmack. Im fünften Lebensbereich sind die Kinder, deine eigenen Kinder, später die Enkelkinder, aber auch unserem eigenen Kindheit, diese Erinnerungen und auch das innere Kind. Und die Kinder zeigen uns etwas Wichtiges und das sollen wir von Kindern lernen. Das Spielerische. Und wenn wir dieses Spielerische leben, dann haben wir mehr Leichtigkeit. Und genau das drückt sich hier aus, dieses Bild, das Leben auch mal genießen, schöpferisch gestalten. Diese schöpferische Energie ist die Tierkreiszeichen wieder. Es war nicht ganz einfach für dich,
ein Kind zu sein. Du musst es dich immer wieder behaupten. Aber die kann man von vielen Dingen schnell begeistern. Und dann hast du diese Energie, möchtest du auch verwirklichen. Weil wieder kann sein, dass dieser Schwung da ist und dann verliert die Interesse. Das ist natürlich möglich. Im sechsten Lebensbereich ist die Arbeit, die Pflichten und Gesundheit hängt auch zusammen, weil wir können arbeiten, wenn wir gesund sind. Hier ist die Tierkreiszeichen Stier. Die Tierkreiszeichen Stier ist sehr kreativ und möchte auch das Leben auch mal genießen. Und dieser Genuss kommt bei dir, bei der Arbeit. Du brauchst diese Atmosphäre, wo du dich wohlfühlst. Natürlich Gastronomie würde auch sehr gut passen zum Stier oder Immobilien, Garten, Natur, all das, was hier kommt, auch die Erde-Element, also diese Naturverbundenheit. Wenn du das betrachtest, dass hier ist dein Geburtsmoment, dann erkennst du sofort, dass gegenüber ein Spiegel ist. Und in diesem Spiegel sehen wir etwas. Das heißt, in dem Moment, wenn wir geboren sind, der erste Atemzug, schauen wir in diesen Spiegel. Und in diesem Spiegel sehen wir etwas. In diesem Spiegel sehen wir unseren Seelenpartner oder die Männer, ihren Seelenpartnerin. Und bis etwa dritte Lebensjahr haben wir noch diese Erinnerung. Später ist das im Unbewussten. Hier ist Sonnenaufgang, Osthorizont, und hier ist Sonnenuntergang, Westhorizont. Also das geht im Westen nach unten auf dem Unbewussten. Der untere Teil des Horoskopes zeigt auch das Unbewusste. Und das haben wir aber in dieser Erinnerung in unserem seelischen Bereich. Das heißt, es ist möglich, dass wir Traumbilder haben und wir träumen von unserem Seelenpartner oder wir spüren etwas und die Seelen erkennen sie sich auch. Wir sollen nur offen dafür sein. Und so kommen diese seelischen Begegnungen einer Seelenpartnerschaft. Die achte, also hier, genau hier, in diesem Bereich, siebter Lebensbereich, was die Partnerschaft zeigt, hier ist die Tierkreiszeichen Zwillinge. Die Tierkreiszeichen Zwillinge sind Castor und Pollux. Ich erzähle dir die mythologische Geschichte aus der klassischen griechischen Mythologie, weil das, diese Energiefeld hilft dir, die Partnerschaft oder deinen Seelenpartner finden, beziehungsweise er soll dich finden und du lässt dich finden. Wir Frauen haben diese Empfängnis. Es gab eine Königin Leda und Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen und verliebte an Leda. Zeus verführte auch Leda und Leda wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta. Und Leda wurde von dem König auch schwanger. Und Leda gebar die Zwillinge, Castor und Pollux. Pollux war der Sohn von Himmelsgott Zeus und Castor war der Sohn von dem König, also menschlich und sterblich. Und wo dann die Zeit kam, dass Castor sterben müsste, ging Pollux zu seinem Vater und sagte zu ihm, ich möchte auch sterben, ich lasse meinen Zwillingsbruder nicht alleine. Und das berührte Zeus
Und er hat den beiden Zwillingen unsterblich gemacht. Und er hat beide Zwillingen im Himmel gesetzt. Und das sind die Hauptsterne in der Kreiszeichen Zwillinge, Castor und Pollux. Und die beiden sind miteinander verbunden. Diese Geschichte sagt uns, wir haben ein Teil in uns, was in Verbindung ist zum Göttlichen. Und dieser Teil in uns ist unsterblich. Das nennt man Seele. Der andere Teil, was wir erleben, dieser Schicksalsweg, das ist das Menschliche, das ist natürlich sterblich. Das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt und hat ein Ende, das ist unser Tod. Und wir haben beide Teile in uns. Der eine ist Castor, also sterblich, der andere ist Pollux, also unsterblich. Und tatsächlich, wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper und kehrt zum Gott zurück. Und hier zeigt dir das etwas, einen höheren Bewusstsein. Wenn dir das bewusst ist, dass deine Seele ein Teil ist von göttlicher Schöpfung und seine Seele ist auch ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Und ihr seid seelisch auch miteinander verbunden, weil das spiegelt auch. Dann verstehst du, genauso wie zu deiner Seele einen Zugang hast, genauso wie zum Gott einen Zugang hast, genauso hast du einen Zugang zu deinem Seelenpartner. Und das können wir natürlich aktivieren, wenn wir das glauben, wenn wir das vertrauen. Und die Männer sind die aktivere und wir Frauen sind das passivere. Und wir empfangen diese Liebe. Und das kannst du auch aktivieren, diese Energie, durch eine meditative Haltung, dass du das vorstellst. Und genau dieses Tor öffnet sich hier bei Partnerschaft. Achter Lebensbereich ist der Tod. Hier herrscht auch Pluto. Tod kann natürlich auch bedeuten erbschaftlichen Situationen oder Todesfällen, aber dieser Tod bedeutet eigentlich das Leben. Pluto ist Hades und herrscht über dem Todesreich, zeigt aber das Leben zum Erhalten, das Kreislauf des Lebens, diese Regeneration. Und auch Sexualität, das ist die Pluto-Kraft, die Pluto-Energie. Aber diese Kraft kann nur so in dieser Kraft bleiben, wenn alles verabschiedet, was diese Kraft stört. Kontakte zum anderen, die von uns Zeit oder Kraft oder Energie rauben, dann auch Eigenschaften, was wir schon längst verabschieden wollten, oder Gewohnheiten, schlechte Gewohnheiten oder Gegenstände, wo wir ständig stolpern, aber wollen wir nicht davon trennen. Und bedeutet natürlich auch die Gefühle wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl. Ja, natürlich gibt es auch Neid und Eifersucht, aber das erwähne ich gar nicht. Von diesen Gefühlen verabschieden. Weil das ist diese Transformation. Hier sind die alchemistischen Prozesse. Das, was wir tun, ein edlen Mensch zu sein oder auf unseren Gefühlen achten, so wie die Alchemisten ihren Metallen veredelt haben. Und das Ziel war, Gold zu gewinnen. Und Gold steht in Verbindung als Edelmetall
zum Sonne. Und Sonne symbolisiert unserem Selbst. Sonne symbolisiert unserem Auge. Sonne symbolisiert unserem Herz. Da im Einklang zu sein. Das sind diese alchemistischen Prozesse. Dann strahlen wir das auch aus, nach außen. Das ist Glanz. Und wenn wir das ausstrahlen, was passiert dann? Hier gibt es ein Gesetz. Eine von den hermetischen Gesetzen. Gleiche zieht Gleiche an. Das ist die schöpferische Kraft, die schöpferische Energie. Was stört diese Energie? Das sind die Gefühle wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Neid, Eifersucht. All diese Gefühle sind die größten Stolpersteine in unserem Leben. Weil das blockiert. Alles blockiert. Und hier lernen wir, das auch mal zu verstehen, verinnerlichen und uns darauf einlassen. Es geht aber nicht nur um Denken, sondern auch um Gefühle. Das ist die Transformation. Und hier hast du Krebs. Die Krebs zeigt die Geburt, unserem Zuhause, aber auch Schwangerschaft, Geburt. Krebs bedeutet aber auch unserem inneren Zuhause, ein Ort für unsere Seele. Das ist ein Tempel. Das ist ein innerer Tempel. Und das so gestalten nach unserer Fantasie, dass wir uns da wohlfühlen. Und auch Zeit nehmen zu diesem Rückzug. Und das ist wie ein Neugeburt. Und in dieser Transformation befindest du dich durch diese Krebsenergie. Neunten Lebensbereich handelt sich um Reisen, Ausland, Auslandskontakte, Urlaub, Fremdsprache, aber nicht nur das, sondern auch Bildung, eine höhere Bildung, also auch Schulungen und innere Reise. Und das ist die Spiritualität. Hier hast du Löwe. Wenn das um Ausland geht, dann nach Süden. Und wenn das um Spiritualität geht, dann geht die Reise zum Sonne. Warum? Weil über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne. Aber wenn hier anderen Tierkreiszeichen wäre hier Jungfrau oder Skorpion, wie auch immer, würde ich auch empfehlen, die Reise nach unserem inneren Sonne. Und das symbolisiert Jupiter und das ist die Weisheit, das zu entdecken. Jupiter bildet sich einen inneren Sonnensystem innerhalb von unserem Sonnensystem. Jetzt sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes, da ist die Krone, der Krone des Baumes. Und hier bekommen wir Ansehen, Anerkennung, Respekt. Und hier ist unsere Berufung und hier hast du Jungfrau. Jungfrau ist klug und bescheiden. Wenn das um Berufung geht, dann eignet sich etwas, wo du etwas untersuchen sollst, auf dem Detail schauen sollst, aber auch heilerischen Berufen. Heilerische Richtung als Berufung. Genau. Elften Lebensbereich sind die Wünsche, Hoffnungen, Sehnsüchte und auch soziale Kontakte. Hier hast du Waage. Das hat einen Vorteil und das hat einen Nachteil. Vorteil ist, dass es angenehm und schön ist. Schöne Kontakte, schöne Freundschaften, Treffen mit Menschen, die guten Geschmack haben oder interessieren sich für Kunst, Kreativität. Der Nachteil ist, wenn du versuchst, dich beliebt zu machen und
versuchst, alle recht zu machen, obwohl du hast ein klares Nein dazu. Und fühlst du dich dann ausgenützt oder ärgerst dich, dass du nicht Nein sagen, dass du nicht getraut hast, Nein zu sagen, nur dich zum beliebt machen oder alle recht zu machen. Die 12. Lebensbereich sind die tiefen Geheimnisse, das Leben und karmischen Themen. Hier ist Skorpion natürlich sehr geheimnisvoll und mystisch. Sowieso, das ist Wasserelement, das sind schon auch die Gefühle, das Unbewusste. Und bei Skorpion geht schon in die Tiefe. Und hier entdeckst du auch Pluto, weil Pluto herrscht auch über die Skorpion. Auch Mars, das ist Kraft in dein Inneren. Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion, genau hier. Ich erkläre dir etwas. Jetzt stell dir vor die Sonnenaufgang. Und das ist hier dieser Platz im Osthorizont. Da müssten wir das Ganze zurückdrehen. Das würde bedeuten, Skorpion mit Sonne hier im ersten Lebensbereich im Osthorizont. Es hat sich aber was gedreht. Der Sonnenaufgang ist vorbei. Die Sonne schon nach oben gestiegen in Osthorizont. Osthorizont, es war Sonnenaufgang. Und wo warst du? Immer noch im Mutterleib. Weil du gehörst hier zum Schütze. Also bist noch im Mutterleib. Ist die Sonne weit weg? Nein, die Sonne ist da. In die Nähe von deiner Geburt. Und wo hast du die Verbindung zum Sonne? Im Inneren. Das ist wie im Mutterleib. Das Wunderbare daran ist, dass hier öffnest du dein Augen, Sonne ist auch Augen, das Licht, etwas sehen, in die Tiefe und erkennst die Tiefe, Geheimnisse des Lebens, erkennst die Ursache der Erkrankungen, das ist auch hier, erkennst du karmische Themen, das ist deine Begabung. Was ist da der Nachteil? Diese Sonne fühlt sich wie im Mutterleib, noch gar nicht geboren. Und das ist für die Sonne gar nicht einfach, weil die Sonne möchte sichtbar sein. Das leuchtet. Und so fühlt sich das für dich an, dass du übersehen bist, dass du gar nicht sichtbar bist und das verletzt dich. Und was kannst du tun, diese Sonne sichtbar zu machen? Das zeigt dir diese Transformation, Krebs, eine Neugeburt und den spirituellen Weg, die Löwe, dass du dich bewusster sichtbar machst, dass du nicht davonläufst, dass du nicht verletzt fühlst und zurückziehst, sondern zeigst dich mit voller Glanz. Und nicht nur dann, wenn alles zu viel ist und dann hast du Wut, sondern auch wenn dir gut geht, wenn du im inneren Gleichgewicht bist, wenn du diesen Glanz verspürst, dass du andere davon begeistern kannst, trau das einfach mal zu. Dann fühlt sich deine Sonne befreit. Natürlich hast du hier Vaterthemen. Sonne symbolisiert der Vater. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe. Und das entspricht sogar dein Gefühl. Über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne.
Und Mond hat einen Einfluss zu deinen Gefühlen, weil Mond symbolisiert die Gefühle. Also für dein Gefühlen, dieses Wohlbefinden ist für dich sehr, sehr wichtig, dass du wahrgenommen bist. Das ist Löwe. Ein Löwe kann man nicht übersehen, weil dein Löwe strahlt das aus. Und wenn aber deine Sonne im Schattenseite ist und du bist übersehen, dann fühlst du dich verletzt. Es ist Halbmond und Halbmond ist eine gewisse Spannung. Aber das kannst du ausgleichen, damit du im Gleichgewicht kommst. Sonne war im Skorpion. Das ist Wasserelement, hat mit Gefühlen etwas zu tun. Unserem Planet Erde bewegte sich in dein Geburt, in dem Tag, wo du geboren bist, im Stier. Unserem Planet Erde war im Stier. Das ist Erde-Element. Und der Mond ist im Löwe, das ist Feuer-Element. Hier bildet sich ein Dreieck. Sonne, Mond und Erde bilden sich ein Dreieck. Drei verschiedenen Tierkreiszeichen, drei verschiedenen Elementen. Wasser, Feuer, Erde. Wir haben aber vier Grundelementen. Es fehlt die Luftelement. Und das brauchst du zu deinem inneren Gleichgewicht. Die Luftelement. Und die Luftelement ist die Tierkreiszeichen Waage, die Tierkreiszeichen Wassermann und die Tierkreiszeichen Zwillinge. Erstens Luft zum Atmen, von alles verabschieden, was dich bedrückt. Sonst verlierst du den Atem. Also brauchst diese Leichtigkeit, es loslassen, diese Leichtigkeit bleiben und auch die Kommunikation oder deine Ideenreichtum, das mal zum Vermitteln. Besonders die Waage hat eine wichtige Schlüsselfunktion hier, weil hier ist der goldene Schnittpunkt zwischen Sonne und Mond. Hier ist der goldene Schnittpunkt, gibt dir auch eine Lösung und es wäre Jungfrau und Waage. Jungfrau bringt die Heilung und Ordnung in dein Leben, auch in deine Emotionen und Waage natürlich die inneren Gleichgewicht und auch die Liebe. Waage vermittelt auch Liebe, Partnerschaft auch noch und Kunst, Kreativität. Mars befindet sich im Schütze und hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Wenn dir das alles zu viel ist, weil du übersehen bist, möchtest aber mit diesem Löwemond wahrgenommen werden. Und hier entsteht eine Spannung. Und mit dieser Waage hier im 11. Lebensbereich, wo um Kontakte, zwischenmenschlichen Kontakte handelt und möchtest dich belebt zu machen, möchtest alle recht zu machen, dann verlierst du die inneren Ruhe und dann wird irgendwann zu viel und dann kommt die Mars-Energie und hast Wut. Und dann zeigst du dein Wut und dann bereust du das. Und da hast du Schuldgefühl und dann entschuldigst dich dafür. Und manchmal hast du vielleicht sogar das Gefühl, jetzt hast du dein eigenes Gesicht verloren und bist immer nur für anderen da. Und das wiederkehrt sich immer wieder den gleichen Prozess. Besser wäre sofort das Regeln, weil das ist die Heilung und dein inneren Gleichgewicht ist wichtig. Und wenn du Nein sagen möchtest, dann holst du die Mars-Energie raus und sagst Nein, heute nicht. Dann kommst du nicht zu diesem Stau, zu dieser Situation. Merkur befindet sich im Skorpion Merkur ist auch diese Geheimnisvolle hier. Das genau das Gleiche ist wie bei der Sonne.
Merkur ist das Wissen. Das ist die geheime Wissen, ganz klar. Dich fasziniert auch das, die Geheimnisse. Bei Merkur hier schaust auch in die Tiefe, du untersuchst es auch. Das kannst du beruflich auch verwirklichen, weil hier in Berufung ist Jungfrau. Jungfrau achtet auf die Details, untersucht etwas. Und wenn Merkur hier in die Tiefe schaut, dann hast du diese Arbeit, wo du alles ganz genau untersuchst, ganz genau. Hier handelt es sich auch um Geheimnisse, die Geheimnisse des Lebens. Aber alle Geheimnisse, womit uns begegnen wir in unserem Leben, all das, was hinter geschlossenen Türen passiert, oder wenn anderen versuchen, schweigen, oder deinen geheimen Feinden, all das durchschaust du. Mit dieser Begabung kannst du das alles durchschauen, weil du hast dieses Gefühl. Merkur steht aber auch für Kindheit und Jugend. Und das könnte auch ein Hinweis sein, dass dein Wissen, dein Können wurde übersehen in Kindheit und jetzt traust du das gar nicht sagen, was du kannst oder willst du das nicht vermittelst, verschluckst die Worte, du traust das nicht zum Sagen. Und hier bei dieser Position ist auch wieder wie eine Neugeburt. Merkur soll dann neu geboren werden, weil das fühlt sich an wie im Mutterleib. Das ist das Gleiche, was ich bei Sonne erzählt habe. Jupiter ist rückläufig im Horoskop und das zeigt karmische Themen. Jupiter ist der Planet der göttlichen Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung, und dieser Jupiter, dieser rückläufige Jupiter, befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Hier im Bereich Partnerschaft. Jupiter gibt dir diese Chancen, Möglichkeiten, Glück zum Haben in der Liebepartnerschaft. Aber weil Jupiter rückläufig ist, zeigt, hier hast du eine karmische Begegnung. Du erlebst etwas Karmisches in die Liebe Partnerschaft. Venus ist in Tierkreiszeichen Steinbock. Venus ist der Planet der Liebe. Venus ist der Planet für Schönheit, Kreativität und Kunst. Es ist eine weibliche Energie und symbolisiert uns Frauen. Venus befindet sich im zweiten Lebensbereich und hier handelt es sich auch um Finanzen. Venus bringt auch mal Glück in Finanzen. Aber bedeutet auch den Wunsch, Geld auszugeben für schöne Dinge. Aber Steinbock bremst es. Und die Steinbock vermittelt dir, besonders im jungen Jahren, diese Strenge, das darfst nicht kaufen. Vielleicht kommt es von Erziehung. Du hast genügend Schuhe, du hast schon Kleider, das brauchst du nicht. Aber die Venus möchte im Besitz nehmen. Und dann entwickelt sich das Gefühl, das steht mir gar nicht zu. Ich darf das gar nicht. Und im zweiten Lebensbereich zeigt sich hier Steinbock in sehr guter Seite, weil bringt alles in Ordnung. Und das kannst du in Ordnung bringen, wenn du deine Einstellung änderst und sagst, doch, das steht mir zu, ich nehme das in Besitz, weil das mein Herzenswunsch ist. Venus bedeutet auch die Liebe, auch die Weiblichkeit. Und hier handelt es sich um Werte, um Selbstwertgefühl. Wenn hier entsteht solchen Gedanken, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug,
und die Liebe steht mir gar nicht zu, dann denk zurück auf deine Kindheit. Das kann daran liegen, wenn jemand dir sagte, du brauchst nicht so viele Kleider, du hast genügend. Entsteht dieses Gedankenmuster, ich darf das nicht haben, obwohl ich möchte das haben. Und dieses Gedankenmuster überträgt sich dann mit Venus-Energie auf die Liebe. Ich möchte das gerne haben, aber das steht mir nicht zu. Die Steinbock belehrt dich hier auf etwas. Das ist Erde-Element. Das ist Realität. Und Steinbock zeigt die hohen Ziele. Setz das als Ziel und glaub daran und ändere deinen Gedanken. Das steht mir zu. Das ist mein Ziel. Schöne Dinge in Besitz nehmen und glücklich zu sein in die Liebe Partnerschaft. Und glaube daran. Und sag ab sofort, das ist meins, weil ich nehme das im Besitz, ich bin es wert. Du wirst sehen, wie sich das ändert. Die Wertschätzung, das Selbstwertgefühl, dann auch, dass du schöne Dinge hast, dass du mehr Glück hast in die Liebe, Partnerschaft. Und ändert sich die Finanzen, weil das Selbstwertgefühl und die Finanzen energetisch hängt zusammen. Aber wenn du Geld ausgibst für schöne Dinge und Venus ist, zeigt in dieser Richtung, schöne Kleider oder Schuhe oder Handtasche oder Einrichtungen oder Kunst oder Dekos, all das liebst du auch. Die Steinbock grenzt es ein und du lernst jetzt das zum Kaufen. Aber achte drauf, was kaufst und wo kaufst du das. Sonst kommt wieder die Strenge und hast du Schuldgefühl und dann kommt die Verlustangst oder Schulden. Das ist wie so Kreislauf. Kaufe das, was dich begeistert, was dir gefällt, was in deinem Herzen ist. Weil das schenkt immer Lebensfreude. Haben wir anderen Lebensgefühl. Und kaufe ja nicht das, was in Werbung kommt. Kauf ja nicht das, was jetzt Angebot ist. Weil das brauchst du nicht. Das brauchen wir nicht. Nur das, was uns begeistert. Das im Besitz nehmen, auch wenn das teurer ist. Dieses Geld geht nicht verloren, weil du setzt das Geld in Bewegung und das ist Energie, was in ständigen Bewegung sein möchte. Und das Geld kehrt auch zurück. Das geht nicht verloren. Und dann hast du dieses Lernen hier, weil Steinbock belehrt dich auch, weil über die Tierkreiszeichen herrscht Saturn und Saturn belehrt uns auch gerne mal. Und dann hast du das alles im Griff. Und jetzt kommt auch Saturn, der große Lehrmeister. Saturn ist im Tierkreiszeichen Wassermann. Im jungen Jahren, in deiner Kindheit, mit deinen Geschwistern oder in die Schule mit anderen Kindern, warst du mit diesem Wassermann-Energie in Zeit voraus. Aber Saturn war streng zu dir. Sehr streng. Und da hast du das erlebt, diese Einschränkungen. Das hat dich ziemlich eingeschränkt. Das sind Erinnerungen. Und im zweiten Lebenshälfte wirkt Saturn sehr angenehm, weil Saturn bringt alles in Form. Und weil du damals dich ständig durchsetzen müsstest, durchsetzen bei anderen Kindern in die Schule oder bei Geschwistern. Du hast das gelernt, dich durchsetzen. Und jetzt als Erwachsenen
kannst du im Leben mit Konkurrenzen umgehen, dich behaupten und durchsetzen, weil das hast du schon geübt. Und jetzt bringt Saturn das alles in Form. Und hier handelt es sich um Austausch von Wissen, Kommunikation, die Verbindung zum Verwandten, aber auch Internetkontakte und Medien. Uranus befindet sich im Löwe. Bringt Umbrüche, Veränderungen. Und das erlebst du bei Reisen oder Ausland. Manchmal kommt das ganz plötzlich, unerwartet, dass du auf die Reise gehst oder Besuch hast von Ausland. Bei Uranus kann auch bedeuten, dass du ganz außergewöhnliche Begegnung hast im Ausland, ganz andere Lebensumstände. Uranus ist der Planet für Astrologie. Und weil hier auch um Spiritualität geht, das wäre für dich eine Richtung, was dich begeistern könnte, Astrologie. Neptun ist im Waage. Wenn das um Kunst geht, dann ist das wundervoll. Erstens wegen die Waage-Energie, das hat auch mit Kunst, Kreativität, Schönheit was zu tun. Neptun ist auch die Planet der Inspiration, das Bildhafte. Ich nenne das der Planet der Künstler, aber lasst uns inspirieren. Dann kannst du hier wirklich dich entfalten, aber Neptun ist undurchschaubar und kann manchmal zu Enttäuschungen führen. Und hier in diesem Lebensbereich ist auch die Freunde, die Freundeskreis. Und das erlebst du im Freundeskreis, dass du immer wieder mal enttäuscht bist von falschen Freunden. Aber hier in diesem Lebensbereich ist auch die Fantasie, die Wünsche, die Hoffnungen und das lässt Neptun hier inspirieren. Aber glaube auch daran, vertraue das. Pluto ist im Löwe und das zeigt deine innere Kraft. Wenn du diese innere Kraft verspürst, dann lebst auch deine Sonne und bringst das alles im Glanz. Rahu und Ketu. Sehr interessant, die beiden Mondknoten. Es gibt ein Weltendrache oder Schlange. In indischer Mythologie ist das eine Drache. Eine Weltendrache. Und das umhüllt den Welt. Und diese Drache hütet etwas. Die Geheimnisse des Lebens. Eine Brunnen, eine Quelle. Das ist gar nicht so einfach, diese Quelle zu finden. Die Drache lässt das gar nicht zu, dass wir hier durchgehen und da einfach diese Quelle wir etwas schöpfen können. Viele, viele mythologische Geschichten berichten davon. Auch das goldene Feld wieder wird auch von Drachen behütet. Auch die Apfelbaum, die Hesperiden haben gehütet, da gibt es auch eine Drache. Oft kommt dieses Symbol vor, diese Drache, auch im Indischen. Das ist eine Drache. Und diese Drache ist getrennt. Der Kopf wurde abgeschnitten. Und wir erleben diese Drache in zwei Teilen. Wir haben diese Körper ohne Kopf und wir suchen den Kopf dazu, damit das eins wird. Und dann schließt sich den Kreis. Und so fühlen wir uns vollständig. Und das brauchen wir in unseren karmischen Lebenserfahrungen. Die Körper, das ist Vergangenheit, das kennen wir schon. Aber es sind auch viele Dinge, was uns gefangen hält. Das ist alten karmischen Erinnerungen. Du hast diese Teil, Ketu, in Tierkreiszeichen Skorpion. Hier im karmischen Bereich. Geheimnisse. Das kennst du. Das kennst du vom früheren Leben.
Und deine Seele sucht diesen fehlenden Teil. Du bist dieser Drache, nicht nur du, wir alle haben, also nicht missverstanden diese Wortwahl, sondern wir alle haben diese Drache in uns. Und das Körper ist da. Das zeigt aber auch Vergangenheit, diese Erinnerungen. Aber wir suchen etwas. Und das gehört zu dieser Drache. Das ist der Kopf. Kopf der Drache. Und wenn wir das gefunden haben und uns das bewusst ist, dann sind wir ganz. Dann ist die Drache ganz. Dann schließt sich der Kreis und so finden wir immer mehr in unserer Mitte. Und das ist die Quelle, das ist die Seele. Haben wir mehr Zugang zu diesem Seelischen und wir verstehen den Kreislauf des Lebens, die Schicksalsrat, diesen karmischen Weg. Dieser Drache zeigt diesen karmischen Weg. Die Vergangenheit, Ketu, diesen Drachenkörper, ist im Skorpion. Der Kopf befindet sich im Stier, hier im Arbeit oder im beruflichen Umfeld oder Richtung Gesundheit. Das ist die Kopf. Und Stier bedeutet das Leben genießen. Genieße das Leben und dann hast du das gefunden, was dir dieser Drache zeigt, weil das hat deine Seele als Schicksalsweg schon ausgesucht. Stier bedeutet das Leben genießen. Stier bedeutet auch alles im Besitz nehmen, was wertvoll ist. Wieder die gleichen Themen, wie hier im zweiten Lebensbereich. Besitz. Der Stier zeigt, das ist die Heilung. Das ist für dich die Heilung, wenn du all das im Besitz nimmst, was dich begeistert und lebst deine Wünsche. Und hier hast du diese Einschränkungen auch in Kindheit, das brauchst du nicht. Und diese Muster muss weg. Und jetzt sagst du, warum auch nicht? Das gehört zu mir, ich nehme das in Besitz ohne Schuldgefühl, ohne diese Einschränkungen. Es ist nicht nur schöne Dinge und Materie, sondern auch die liebe Partnerschaft zum Beispiel. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser und das ist die Tagesbewegung des Mondes. Dein Aszendent befindet sich im Schütze. Purvashada heißt diese Mondhaus und bedeutet übersetzt Wurzel. Es ist aber die Zentrum. Was ist die Zentrum in dein Leben? Was ist die Zentrum? Was ist die Wurzel? Was für dich wichtig ist, weil das ist die Fundament, das sind deine Wünsche, das ist deine Wünsche. Und wenn du nicht deine Wünsche lebst, dann ist die Ursache zur Unzufriedenheit, kann sogar Ursache sein für Erkrankungen. Sonne befindet sich in Skorpion im Mondhaus Ishtar. Hier, ich erzähle dazu die mythologische Geschichte. Der Mond ist ein Mann in indischen Mythologie und verliebt sich an Rohini. Rohini ist die Morgenröte, diese weibliche Energie, das Erste, so ein Silhouette, wunderschön, unschuldig, wunderschön. Und Rohini verliebt sich auch. Und der Mond macht einen Heiratsantrag. Und der zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, ja na gut, du darfst doch meine Tochter heiraten, ja, bin ich einverstanden. Aber du musst die Geschwister auch heiraten. Und der Mond heiratete alle 27 Geschwister, alle 27 Frauen. Die Lieblingsfrau ist natürlich Rohini, ganz klar. Und die älteste Frau ist Ishtar. Hier, wo dein Sonne ist. Aber stell dir vor, diese Ishtar ist nicht eine alte Frau. Nein, nein, nein. Ishtar ist eine weise Frau. Und Ishtar bekommt Respekt und jede bewundert wegen sein Weiß, wegen ihr Weisheit.
Und das ist die älteste Geschwister. Und die Geschichte geht dann so weiter, dass der Mond besucht jeden Tag eine von seinen Frauen. Die älteste ist Ieshta, hier im Skorpion. Dein Mond befindet sich im Mondhaus Makha, hier im Löwe, und hier herrscht Regulus. Regulus bestrahlt dieses Mondhaus. Regulus ist der Stern der Könige. Regulus ist der Herz der Löwen. Und hier hast du die Mondenergie. Und das heißt, deinen Gefühlen sagt, wie wichtig das ist, dein Herz zu leben. Ich vergleiche das Herz mit einer Schatztruhe. Öffne diese Schatztruhe, schau rein, was alles drin ist. Das ist alles Herzensangelegenheiten. Aber schließ es nicht, sag nicht, okay, ich habe gesehen, aber das gehört nicht zu mir. Das gehört zum anderen. Nein, lass das offen und nimm das in Besitz und sag, ab sofort gehört das alles mir. Alles, was du liebst. Das sind deine Berufung, Hobby, Kunst, Kreativität oder Sport, Bewegung oder die Kinder, die Freundschaften, Liebe, Partnerschaft, Kunst, alles, was du liebst, gehört zu dir. Das sagt dein Herz. Mars befindet sich im Schütze, im Mondhaus Uttarakshada. Und dieser Mondhaus sagt, du brauchst einen höheren Selbstbewusstsein. Das ist die Geschichte von Castor und Pollux. Und du brauchst höheren Wünsche. Nicht mit Kleinigkeiten zufrieden sein, sondern wenn du anderen Wünsche hast, dann nimmst du es im Besitz. Es steht zu dir. Merkur befindet sich in Skorpion. Hier die Merkur-Energie. Und Merkur ist auch der Planet der Kommunikation. Merkur ist im Mondhaus Anuradha. Das ist ein glücksversprechender Mondhaus. Die indischen Astrologen sagen, wenn hier ein Planet sich befindet, dann heißt es auf Elefanten reiten. Und der Elefant ist ein Glückssymbol. Das heißt, du hast Glück. Merkur zeigt dir, dass du Glück hast. Merkur steht für Kinder, für Jugend. Wenn du dein inneren Kind lebst und streichelst ein bisschen und ab sofort sagst zu dir, wow, das hast du richtig gut gemacht, ich bin so stolz auf dich, dann hast du das entdeckt, Kind zu sein, deinen inneren Kind zu leben. Das bringt dir Glück, Elefanten reiten. Und hier wird von Akrab bestrahlt. Und diese Akrab wird als dritte Auge betrachtet. Also auch spirituellen Themen oder Hellsichtigkeit kann bei diesem Einfluss von Akrab auch sein. Jupiter ist rückläufig in Zwillinge und wird von Orion bestrahlt. Die Mondhaus heißt Mruga. Orion ist der himmlische Jäger. Und hier in diesem Bereich, wo die Partnerschaft geht, dieser himmlische Jäger bedeutet, hier bei Liebe, Partnerschaft würde ich nicht sagen, soll es nach Männern jagen, sondern lass das zu. Lass das zu, dass die Männer dich finden. Und lauf nicht davon. Das ist der Jäger hier. Venus befindet sich im Steinbock. Shravana heißt dieser Mondhaus. Übersetzt bedeutet das Zuhören. Aber dieses Zuhören ist nicht die Kommunikation, sondern die Kommunikation mit deiner Seele. Nach innen lauschen. Durch eine meditative Haltung. Was deine inneren Stimme sagt. Dieser Mondhaus Shravana ist nicht nur das Hören, sondern auch das Adler.
Adler steht in Verbindung zu diesem Mondhaus und das ist ein Adlerblick. Ich erzähle immer wieder die mythologische Geschichte dazu, Altair und Vega, ja bis heute im Tageshoroskop erzählt, das ist eine schöne Liebesgeschichte. Und genau hier in diesem Bereich befindet sich dein Venus. Also kannst du heutigen Tageshoroskop, und das ist die 3. März 2019, in dem Tageshoroskop erzähle ich die Geschichte von Altair und Vega und Deneb, diese Liebesgeschichte, weil da, genau da befindet sich dein Liebesplanet auch. Saturn ist in Tierkreiszeichen Wassermann, wird von Mondhaus, bewegt sich im Mondhaus Shatabisha. Shatabisha bedeutet übersetzt 100 Sternen, Glückssternen und 100 Ängste. In diesem Bereich, in Tierkreiszeichen Wassermann, sind sehr viele Glückssternen. Aber wenn die Angst da ist, dann kann dieser Glück nicht kommen. Und hier wieder die Transformation und mit Saturn-Energie auch hier belehrt dich auch Saturn, wie wichtig das ist, dieses Wissen zu haben, von Angst dich zu befreien. Und das kommt von Kindheit, von Schule, von Geschwister. Die Angst war ständig da und hier im Mondhaus natürlich wirkt die Angst auch, und das hat mit deiner Kindheit was zu tun, und es ist wichtig, die Angst loslassen, und dann sind die 100 Glückssterne da. Uranus befindet sich im Löwe, Pluto auch im Löwe, beide im Mondhaus Purva Palguna, und das bedeutet, du erlebst in deinem Schicksalsweg etwas, was noch von Vergangenheit kommt. Von früheren Leben, das muss reifen lassen, und dieses Leben wirst du das vollenden, und es ist dein Selbst zu leben, dein inneren Kraft bleiben und all das, was du wünschst, dass du das auch erreichst. Neptun im Waage, Neptun hier im Waage befindet sich im Mondhaus Vishaka, das ist eine Feuergöttin. Und diese Feuergöttin verbrennt alles, was im Weg steht. Es ist keine zerstörerische Kraft, sondern die Notwendigkeit, weil das ist der Reinigungsprozess. Und hier erlebst du den Reinigungsprozess in deinem Freundeskreis. Sonne, Mond und die Planeten haben auch Verbindung. Und diese Verbindung möchte ich noch erwähnen. Sonne steht in einer sehr guten Verbindung zum Mars. Und das bedeutet, wenn du dein Selbst lebst und diese Sonnenkraft von Schattenseite rausholst, dann verspürst du die Kraft und es wird auch wahrgenommen. Bekommst du auch Respekt. Sonne, Uranus und Pluto steht in einer Spannung. Sonne, hier Uranus, Pluto, hier Uranus, Pluto im Löwe, Sonne im Skorpion, die stehen in einer Spannung. Das kann Vaterthemen sein. Sonne steht mit Vater in Verbindung und das ist schwierig für dich, etwas loslassen in dein Leben und hast Angst vor Veränderungen. Merkur steht mit Venus eine schöne Verbindung, das ist eine schöne Sprache, dein Wissen auch, das sind deine Werte, dein Wissen ist deine Werte. Sonne steht in schöner Verbindung zum Neptun, das ist deine Kreativität, und Neptun steht mit Mars auch in Verbindung. Und das heißt, wenn du das glaubst und sagst, das steht mir zu, weil ich bin es wert, dann wirst mit diesem Mann, mit deinem Traummann glücklich zu sein. In der Mitte ist ein Engel, Engel Sealiach. In dem Tag, wo du geboren bist, war das die Tagesengel oder die herrschende Engel über diesem Tag. Das ist dein persönlicher Schutzengel.
Engel Sealiach hat die Zahl 45. Das hat vielleicht sogar eine Bedeutung in dein Leben. Kannst du das so mal überlegen oder verinnerlichen. Engel Sealiach ist Engel der treibende Kraft. Schutzpatron die vier Elementen, Feuer, Erde, Luft und Wasser. Begeistert uns von etwas. Hilft, das Kreislauf des Lebens zu verstehen. Die wiederkehrenden Phasen, dass es etwas vergänglich ist, das Loslassen, aber dadurch entsteht etwas Neues. Stärkt unsere Konzentration, gibt uns Kraft und Ausdauer, motiviert uns, lehrt uns die Weisheit. Und das ist die treibende Kraft, bringt Schwung in unserem Leben. Liebe Diadele, das war diese Horoskopanalyse. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.